Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelidee, zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch eine wunderschöne Rose häkeln, bei Interesse auch mitsamt Blütenblatt, wenn ihr möchtet. Und ja, ich verwende hierfür 100%iges Baumwollgarn, schönes dünnes Baumwollgarn. Und welches ich exakt verwende und in welchen Farben es das gibt, das findet ihr über einen Link zu meinem Online-Shop direkt unter diesem Video in der Infobox. Ich habe hierfür ein Bordeaux-Rot oder ein Weinrot und ein Grün natürlich genommen. Und aber Rosen gibt es natürlich in allen erdenklichen unterschiedlichen Farben. Und da könnt ihr euch ja austoben, wenn ihr möchtet. Verwendet habe ich die Häkelnadel der Stärke 3,5, eine Gabel wollte ich beinahe sagen, eine Schere und eine Wollnadel. Und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich selber gefällt, mir Däumchen freuen. Und wenn ihr Lust habt und das nicht schon längst getan habt, vielleicht ja auch meinen Kanal abonnieren, denn dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und dann sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass ich eine Facebook-Gruppe habe, wo wir uns gegenseitig Hilfestellung geben, falls mal was mit einer Anleitung unklar ist und wo ihr natürlich auch Fotos eurer fertigen Werke hochladen könnt. Auch diesen Link findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video. Ihr könnt mich auch gerne bei Instagram liken und dort auch Bilder von euren Werken hochladen und mich dabei verlinken. Und jetzt geht's los. Keine Zeit verlieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Insgesamt häkeln wir 5 unterschiedliche Blütenblätter, jedes einzelne in einer anderen Größe. Und wir häkeln in Runden, in Spiralrunden und hierfür mache ich einen Fadenring. Ich mache den immer doppelt, damit ich am Ende den Faden nicht vernähen muss, weil er dann schon eingehäkelt ist. Insgesamt häkeln wir in diesen Fadenring 6 feste Maschen. Dann vorsichtig zuziehen. Und nun in der zweiten Runde verdoppeln wir die Maschen. Jede einzelne wird verdoppelt, das heißt, wir häkeln in jede Masche 2 feste Maschen. Wir haben jetzt am Ende insgesamt 12 Maschen in der Runde und ab der dritten Runde lege ich hier einen Markierungsfaden ein, damit mir immer gezeigt wird, wo die Runde zu Ende ist und damit ich nicht immer alles komplett mitzählen muss. Jetzt in Runde 3 wird nur noch jede zweite Masche verdoppelt, das heißt, wir häkeln immer im Wechsel eine feste Masche. Und in die darauffolgende eine doppelte, das heißt 2 feste Maschen in eine. Danach wieder eine feste Masche und wieder eine doppelte, das heißt 2 feste Maschen in eine. Am Ende dieser Runde haben wir dann insgesamt 18 Maschen und jetzt in Runde 4 häkel ich immer im Wechsel 2 feste Maschen und eine doppelte, wo dann wieder 2 Maschen in eine gehäkelt wird. Also 2 feste Maschen, eine doppelte, 2 feste, eine doppelte. Am Ende haben wir dann 24 Maschen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
So, nach Ende der vierten Runde, ich habe den Markierungsfaden schon gezogen, maschen wir jetzt bei dem ersten Blütenblatt, was dann irgendwann in der Mitte landet, also der erste Kreis oder die erste Scheibe, je nachdem, wie man es nennen mag, später sind es halt Blütenblätter, wird dann abgemascht. Und zwar steche ich hier in die nächste Masche ein und häkel eine Kettmasche und dann nochmal eine Luftmasche. Und dadurch, dass es das erste Blütenblatt ist, der erste Kreis, lasse ich den Faden, den Endfaden ein bisschen länger, weil wir diesen nachher benutzen, um alles zusammenzunähen. Weil die einzelnen Blütenblätter oder Kreise oder Scheiben, die wir häkeln, müssen ja fixiert werden und aneinander befestigt werden. Wenn ihr auch so einen doppelten Fadenring gehäkelt habt oder gemacht habt wie ich, also wo der Faden dann so zweimal, nee, insgesamt dreimal hier drum ist und nicht nur einfach, also dann habt ihr den Faden hier eingehäkelt und müsst ihr nicht mehr extra vernähen. Wenn ihr nur einen einfachen Fadenring gemacht habt, dann müsstet ihr den Endfaden noch so ein bisschen vernähen hier drin. Ansonsten könnt ihr den nämlich abschneiden. Ich lasse hier immer so ein kleines Mini-Endstück, damit sich das nicht tatsächlich gar nicht mehr rausfädeln kann. Wie gesagt, nach dem ersten Blütenblatt hier etwas länger lassen, den Faden. Alle anderen, die dann noch kommen werden, insgesamt noch 6 weitere werden folgen, da könnt ihr den Faden ruhig so kurz lassen. Den braucht ihr später nicht zum Festnähen, sondern das wird dann später alles miteinander verknotet. Die weiteren Blütenblätter, die werden jeweils größer. Das heißt also, der nächste Kreis, den ihr häkelt, endet nicht nach Runde 4, sondern nach Runde 5. Und die letzte Runde ist dann 3 feste Maschen und eine doppelte im Wechsel. Eben hatten wir ja in der letzten Runde 2 feste Maschen und eine doppelte. Für das nächste Blütenblatt oder für den nächsten Kreis macht ihr eine weitere Runde danach und da zum Abschluss häkelt ihr dann 3 feste Maschen und eine doppelte. Bei dem dritten Kreis oder Blütenblatt häkelt ihr dann eine weitere Runde, also insgesamt 6 Runden und das letzte ist dann 4 feste Maschen und eine doppelte. Das, was danach kommt, sind insgesamt 7 Runden und die letzte endet mit 5 feste Maschen und eine doppelte. Dann das vorletzte Blütenblatt oder die vorletzte Scheibe, die ihr häkelt, sind insgesamt 8 Runden und die letzte Runde, das addiert sich dann immer weiter, ne? Also das sind dann 6 feste Maschen und eine doppelte und das allerletzte Blütenblatt, was dann so etwas so groß werden wird, der letzte Kreis, den ihr häkelt, sind insgesamt 9 Runden und endet dann mit 7 feste Maschen und eine doppelte. Das heißt also, mit jeder weiteren Runde erhöht sich dann die Maschenzahl zwischen den einzelnen, wo ihr dann eine doppelte häkelt. Und ich hoffe, ich habe das einigermaßen deutlich erklärt. Ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen und ich bemühe mich um schnelle Antwort. Wie gesagt, in der Facebook-Gruppe geht das alles recht zügig. Da helfen wir uns alle untereinander. Und wenn ihr das jetzt nicht so ganz verstanden habt oder vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen seid, könnt ihr jederzeit in der Facebook-Gruppe natürlich auch die Fragen stellen und gegenseitig euch dann ganz schnell helfen, damit ihr recht schnell fertig werden könnt und weitermachen könnt. Also ich häkel jetzt noch die anderen Blütenblätter, die mit jeder weiteren Runde immer ein Stück größer werden und dann zeige ich euch gleich im Anschluss, wie man die einzelnen Teile dann zusammennäht, die einzelnen Kreise oder Scheiben oder Blütenblätter und natürlich auch noch, wie das Blatt, das grüne Blatt am Ende auch gehäkelt wird und seid gespannt, bis gleich. So, wenn ihr dann alle diese kleinen Scheiben, sage ich jetzt einfach mal, fertig gehäkelt habt, diese runden Kreise hier, dann geht es ums Zusammennähen. Und ich fange immer mit dem kleinsten an und arbeite mich dann Stück für Stück vor zu den größeren, immer eins nach dem nächsten. Und das kleinste, das kommt direkt in die Mitte. Das hier ist die Vorderseite, wie ihr ja erkennen könnt hoffentlich. Und ich drehe das Ganze dann um auf die Rückseite. Und habe schon einmal den Faden in die Nadel gefädelt. Und jetzt ist es so, dass wir ganz eng
das Ganze. Wichtig ist, dass der Faden hier unten ist. Ganz eng erstmal zusammenrollen. Hier unten zumindest. Hier oben kann so ein kleines bisschen lockerer bleiben. Das ist die Mitte der Rose. Und wir stechen dann mit ein paar Stichen. Und hierbei geht es nicht um Schönheit, es geht einfach nur darum, dass es mit ein paar Stichen fixiert werden soll. Also ihr müsst keine perfekten Nähmeister sein oder großes Nähkönnen mitbringen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach nur, dass wir so mit ein paar Stichen das Ganze fixieren, damit es später auch hält und nicht wieder aufgeht. So, mit dem letzten Stich sorge ich dafür, dass ich auf der Rückseite lande. Also auf der Rückseite, Moment, so, das hier ist die Vorderseite, wo das übereinander lappt. Und das hier ist natürlich dann dementsprechend die Rückseite. Und dann mache ich nochmal einen Stich, dass ich dann auch hier hinten ankomme. Denn jetzt geht es darum, den nächsten Kreis oder die nächste Scheibe, je nachdem wie man es nennen mag, drum zu legen, dass das Stück für Stück eine Rose ergibt. Hierbei auch darauf achten, dass der Faden, den wir abgeschnitten haben, nach unten zeigt. Und die obere Seite, die sitzt außen und die Rückseite, die kommt nach innen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier, wo die Falte ist, dass wir das hier mittig drauflegen. Und dann drum wickeln, also nicht andersrum, dass immer die Außenseite nach außen zeigt, dann sieht das nicht aus, sondern immer, wenn, also jetzt zum Beispiel, nicht immer, sondern bei diesem nächsten Kreis geht es darum, diese Falte hier, die muss hier umschlungen werden sozusagen und auch zusätzlich darauf achten, dass dass der Rand dieses neuen Kreises nicht hier immer weiter nach unten geht, sondern dass das schön abschließt. Und direkt Kante auf Kante liegt und dann hier unten wieder etwas enger und oben kann ruhig ein kleines bisschen lockerer, nicht allzu locker, aber so ein kleines bisschen darf es lockerer sein. Und dann stechen wir wieder mit ein paar Stichen das Ganze fest. Es soll einfach nur fest sitzen, keine schöne Naht oder darum geht es nicht. Und die Stiche eher weiter unten halten, als dass sie mit nach ganz oben kommen. Es geht nur darum, dass hier im unteren Viertel, sage ich mal, das Ganze zu fixieren und hier unten im unteren Viertel immer reinzustechen. Und auch hier machen wir das dann so, dass hier auf der Rückseite der letzte Stich ist und hier auf der Rückseite rausguckt. Und dann nehmen wir das nächste Teilchen und machen das gleiche von vorne. Wieder darauf achten, dass hier die Naht oder wo das Ganze überlappt, zusammen aber übereinander trifft, wieder hier in der Mitte des neuen Teils, denn des neuen Scheibe oder Kreises landet und dann wieder drum wickeln und mit ein paar Stichen fixieren. Und dann beim nächsten wieder das Gleiche.
Wie gesagt, immer darauf achten, dass die untere Kante hier nicht immer weiter nach unten rutscht, sonst wird das Ganze hier wie so eine Schultüte ganz spitz unten zulaufend und oben ein kleines bisschen weiter. Sondern wir wollen ja, dass es tatsächlich aussieht später wie eine Rose und deshalb unteren Rand auf unteren Rand. Und ihr seht schon, wie sich das hier oben auch ein bisschen wellt, so wie Blütenblätter bei einer Rose das ja auch jedes Mal tun. So, und jetzt bei dem vorletzten und bei dem letzten Blütenblatt, so nenne ich es jetzt mal nicht immer Scheibe und Kreis, Blütenblätter. Bei dem letzten Blütenblatt mache ich das so, oder vorletzten und dem letzten jeweils, dass ich das jetzt nicht immer wieder hier so vorne dran lege, sondern dass ich das auch mal so seitlich mache. Also nicht hier immer da, wo diese beiden Seiten hier übereinander lappen, bei dem Vorgänger sozusagen, sondern dass ich das jetzt hier mal beim vorletzten und dem letzten seitlich anlege. Denn das ist in der Natur bei den Rosen ja auch so. Jetzt muss ich nur gucken. Nee, ich bin hier mit dem Faden raus. Okay, da muss ich das von der anderen Seite nämlich machen. Und die anderen Fäden lasse ich hier erstmal so unten runter baumeln. So, ich nähe jetzt schon mal ein Stück weit vor, auch mit dem anderen Blütenblatt. Ich habe euch das ja jetzt gezeigt. Und dann zeige ich euch gleich, wie man die Arbeit beendet. So, ich bin jetzt soweit fertig. Und jetzt mache ich zum Abschluss hier noch einmal einen Knoten rein, einen Doppelknoten. Und dann mache ich so, dadurch, dass ich den Faden ja noch vernähen möchte und muss, dass ich hier einsteche und den Faden hier unten an der Spitze auf der Unterseite rauskommen lasse und durchziehe. Wenn ihr die Blume, also diese Rose, irgendwo annähen wollt, so wie ich das machen möchte, dann lasse ich den Faden dran. Wenn nicht, dann könnt ihr den Faden jetzt an dieser Stelle auch abschneiden. Hier unten an der äußersten untersten Stelle. Die anderen Fäden, die verknote ich meist mehrmals miteinander und schneide sie dann auch ab. Ein kleiner Tipp, wenn ihr daraus einen Blumenstrauß machen wollt und jetzt überlegt, wie ihr den Stängel macht. Es gibt im Bastelfachhandel so dicke Aludrähte. Die sind etwa sehr viel dicker als normale Drähte und die könnt ihr ja zum Beispiel mit grüner Wolle umwickeln oder umhäkeln und die Rose oben an der Spitze dann annähen. Und dann habt ihr gleich noch einen Blütenstängel mit dabei. Und so, jetzt fällt mir das hier alles auseinander. Und könnt daraus eben einen Blumenstrauß machen. Entweder ausschließlich Rosen oder ihr macht noch ganz viele andere Blumen mit dazu.
So. Fertig ist erst einmal die Rose. Und ich zeige euch jetzt noch schnell, wie man ein Blütenblatt häkelt, was man vielleicht dann auch, wenn ihr einen Stängel dazu macht, einen Stiel dazu macht, dann auch mit dran nähen könnt bei Interesse oder für Applikationen oder wenn ihr eine Brosche macht oder so, könnt ihr das dann ja auch dafür verwenden. Also zeige ich euch jetzt, wie man dieses Blütenblatt häkelt. Also für das Blütenblatt nehme ich natürlich grüne Wolle, ist klar, und lasse erstmal einen längeren Faden dran, weil ich mit diesem Faden später das Blütenblatt annähen werde. Weil ich nämlich meinen Fahrradkorb dekoriere, falls ich es nicht schon erwähnt habe, und genau mit Rosen und Blütenblättern. Und fange an, nehme eine Masche auf die Nadel auf. Und häkel dann insgesamt 13 Luftmaschen. Dann beginne ich. Für das Blütenblatt ist es so, dass wir einmal hier diese Oberseite behäkeln und dann drehen wir das Ganze und häkeln dann hier unten weiter. So, wir beginnen mit 3 festen Maschen. Dann 3 halben Stäbchen. Drei normalen Stäbchen. Und jetzt noch 3 Doppelstäbchen. Und in diese letzte Masche hier am Reihenende häkel ich jetzt noch insgesamt 10 weitere Doppelstäbchen hinein. Also ich häkle jetzt noch insgesamt 7 weitere und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. So, und wie ihr ja gesehen habt, bei diesen 10 weiteren Doppelstäbchen dreht sich das Ganze irgendwann. Und jetzt sind wir hier auf der Seite, die eben noch die Unterseite war. Das ist jetzt die Oberseite. Und ich häkle hier in die nächste Masche ein Doppelstäbchen. Und in die darauffolgende auch. Und jetzt kommen wieder 3 Stäbchen. Drei halbe Stäbchen. Und 3 feste Maschen. So, und zum Abschluss häkel ich hier nochmal in die letzte Masche weitere 2 feste Maschen.
Steche dann in die Masche vom Anfang, in die erste feste Masche, wenn es denn so einfach wäre. So, und häkel zum Abschluss eine Kettmasche und eine Luftmasche. Das war kein Zeichen im Hintergrund, die Sirene, dass ich es falsch gemacht habe, sondern Bestätigung. So, und dann schneide ich den Faden ab. Das war ein Ole Ole, jetzt hat sie es, Sirenchen. Und dann nehmen wir die Wollnadel. Und ich ziehe jetzt den Faden, um ihn zu vernähen, auf der Rückseite hier durch ein paar Maschen hindurch. Und kann ihn dann abschneiden. So, und dann bin ich auch mit dem Blütenblatt fertig. Wie gesagt, auf der Rückseite den Faden lasse ich zum Annähen. Und somit ist auch das Blütenblatt fertig. Perfekt für die Rose. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Hoffe, ich konnte euch das gut erklären und euch zu dieser wunderschönen Häkelidee inspirieren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wünsche euch, ja, wie gesagt, ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Romy. Tschüss.